Generalprobe für den FC Wacker Innsbruck zum Start der neuen Bundesliga-Saison. In Jembach trifft die Bundesligamannschaft auf Manisaspor aus der Türkei. Neben den bekannten Wacker-Spielern sind auch die neuen Spieler Safer, Schütz und Perktor mit dabei. Erstmals tritt der FC Wacker Innsbruck dabei in den neuen Dressen an. Ein in Europa einzigartiges Design. Ja, wir haben das große Glück, dass eben unser Wappenform einen Kelchform hat, abbildet. Und das haben wir uns überlegt, ob das möglich ist, ob man das auch auf eine Dress implizieren kann und quasi auch adaptieren. Und das ist uns, glaube ich, recht gut gelungen. Es waren viele Schritte dazu notwendig, auch mit der Firma Jaco, auch mit dem Hans-Jörg Griesmer zusammen, der ist Markenbeauftragter des FC Wacker Innsbruck. Und wir als Designagentur haben das Ganze dann umgesetzt und dann wirklich realisiert. Die Heimdress und die beiden Auswärtsdressen entsprechen den Vorgaben des Markengrundbuchs des FC Wacker Innsbruck. Das Besondere an diesem Design ist, dass es die Grundform des Wappens aufnimmt. Das heißt, diese Pokalähnlichkeit der Wappenform, was man eigentlich in unserem FC Wacker Innsbruck Markenlogo wiederfindet. Schwarz-Grün mit dem FC Wacker Schriftzug. Und die Auswärtsdressen, einmal die Basisfarbe Weiß und einmal die Basisfarbe Gold. Das Spiel gegen den 10-Platzierten der türkischen Liga geht mit 0:2 verloren. So hoffen die Innsbrucker Fans nach der verpatzten Generalprobe auf eine gelungene Meisterschaftspremiere in Kapfenberg. Das erste Heimspiel findet am 24. Juli um 16 Uhr gegen Red Bull Salzburg im Tivoli statt.